willkommen zu einem neuen Let's Play, zu einem neuen Unpacking. Wie ihr seht, Duke Nukem, gestern, eigentlich schon am Donnerstag angekommen. Freitag lag es auf der Post, weil sie mir das schon geschickt haben, aber ich war nicht daheim. Heute Mittag abgeholt. Und ja, und jetzt mache ich mein Unpacking draus. Und hier seht ihr Dukes Sonnenbrille. Sieht genial aus. Steht auch noch drauf. Duke Nukem. Ja. Nice. Hier noch die Duke Box, also das Spiel. Hier noch meine Vorverkaufsbox. Und natürlich nicht zu vergessen das Duke Poster. Bisschen klein, aber sieht genial aus. Ich stelle mal die Kamera hier hin. Wenn sie stehen bleiben würde, ja, bleibt sie da. Oh. So sieht das Poster aus. Hey yo, to the king. Sehr nice. Aber das Poster. Erst die halbe Miete. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Unpacking. Ihr seht, kein Peggy. Das Deutsch ist. Das ist Deutsch. Und ja, ich hoffe, dass auch hier Peggy ist. Weil nicht, dass ich nachher eine Cut-Version bestellt habe. Das wäre scheiße. 49 Euro für eine Cut. Nicht schlecht, aber ich stehe nicht so auf die Cut-Version. Ja, ich mache mal hier kurz einen kurzen Schnitt. Hier entpacken wir noch das schöne Dukchen, den Duke, sagen wir so. Ah, Mann. Scheiß Verpackungen. Hier, der Duke. Let's get ready to duke him. Hier, das Booklet. Hier, die CD. Duke Nukem. Gearbox 2K. Hier, das Booklet. Und hier steht auch immer Hail to the King, baby. Und hier den Duke mit dem Schweinekopf. Hier noch DukeNukem.com. Nein, sorry, DukeNukem.com. Hier noch große Werbung von The Darkness 2. Da schreiben sie Herbst 2011. Das Spiel kommt am 7. Oktober. Schon vorbestellt. Also Rage wird auch am 7. Oktober kommen. Hat sie ja verschoben um 3 Wochen. War ja eigentlich vorher für den 15. März gelistet, aber wurde jetzt aus Gründen verschoben, die ich jetzt nicht nenne, weil das jetzt zu lange dauert sonst. Das gehört eigentlich auch nicht zum Unpacking dazu. Und ja, das ist das Booklet. Das ist klein, aber fein. Und hier noch der Duke. Hier steht noch jede Menge. Mal gucken, wenn man es lesen kann. Jede Menge cooler Zusatzinhalte. Hol sie dir noch diesen Sommer. Ja. Also holt euch diesen Sommer noch den Duke und die DLCs. Das war's auch mit dem Unpacking von Duke und Hail to the King, Leute. Bis dann und ciao.